beiden Söhne Tammo und Rafiki hinaus, um sich in den Dörfern umzusehen. Und sein Auftrag lautete: Hinterlasst Zeichen und Spuren auf euren Weg. Die beiden Söhne machten sich sogleich auf den Weg. Nach wenigen Schritten schon begann Tammo Zeichen zu machen. Und zwar knüpfte er Knoten in ein hohes Grasbüschel. So hinterließ er Spuren und Zeichen. Dann ging er ein Stück weiter, dann knüpfte er einen Zweig an einen Busch. Dann machte er wieder Knoten in ein Grasbüschel. Und so war er den ganzen Weg, den er ging, machte er voller Zeichen. Aber er zog sich von den Menschen zurück. Und sprechen wollte er mit niemandem. Auch sein Bruder machte sich auf den Weg, der war aber ganz anders. Der machte keine Zeichen am Wegrand. Ab dem ersten Dorf setzte er sich zu den Männern im großen Palawa-Haus, hörte zu, aß, trank mit ihnen und erzählte aus ihrem Leben und aus seinem Leben. Im nächsten Dorf Kontakt mit einem Jungen, der ihn in seine Familie mitnahm und in die Dorfgemeinschaft einführte. Im dritten Dorf bekam Rafiki von einem Mädchen bei der sengenden Hitze einen kühlen Trunk angeboten und durfte beim Dorffest mit sein. Als die beiden Söhne dann nach Hause kehrten und dem Vater von ihren Erlebnissen erzählte, machte sich nun der Vater auf den Weg, um zu sehen, ob sie wirklich Zeichen hinterlassen hätten. Überall, wo sie hinkamen, wurde das Kind mit seinem Vater herzlich aufgenommen. Tammo aber bekannte kein Mensch. Das verstehe ich nicht, sagte er. Warum kennt mich denn bloß keiner? Alle sind sie zu Rafiki freundlich, der eigentlich nichts anderes als geschaut und unnützes Zeug gesprochen und so die Zeit vertan hat. Er hat kein einziges Grasbüschel geknüpft. Und doch ist er von allen bekannt und geehrt. Da sagte sein Vater zu ihm: Mein liebes Kind, es gibt noch andere Zeichen als Grasbüschel zu knüpfen. Es sind Zeichen, die ein Mensch in die Herzen der anderen Menschen hinterlässt, wenn er zu ihnen geht, mit ihnen spricht und ihnen seine Freundschaft zeigt. Solche Zeichen in den Herzen der Menschen bleiben, auch dann noch, wenn die Grasbüschel längst von Tieren